Um eine Knopfleiste zu arbeiten, muss man zuerst die linke Seite vom Vorderteil bekleben. Das ist meistens immer schon in euren Schnitt drin, wie breit die ist. Wenn es mal nicht drin ist, die hat immer in etwa die Länge, wie auch eure Knopfleiste die Länge hat. Und dann müsst ihr einmal, das habe ich euch hier schon vorbereitet, die Knopfleiste umbügeln. Erst einmal 1 cm und dann in den meisten Fällen 3 cm. Wie man das macht, das zeige ich euch jetzt. Positioniert euer Nähgut so, dass die linke Seite euch anguckt. So könnt ihr besser bügeln. Dann nehmt ihr euer Handmaß und bügelt erstmal 1 cm hier um. Dann klappt ihr die Leiste 3 cm nochmal um. Hierfür gibt es auch immer eigentliche Knipse am Saum und oben an der oberen Kante. Und jetzt könnt ihr hier schon einmal absteppen. Ein kleiner Tipp von mir, ich nähe jetzt immer auf der linken Seite und steppe hier einmal bis runter hin. Das mache ich, damit ich hier auch ja diese ganze Kante hier erwische. Würde ich das auf der rechten Seite machen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier mal ausrutsche, ein bisschen erhöht. Deswegen immer lieber auf links nähen, ist einfacher. Hier könnt ihr auch direkt die andere Knopfleiste gleich ansetzen und müsst hier nicht nochmal abschneiden. Bevor ihr eure Knopflochposition einzeichnet, solltet ihr euch erstmal überlegen, wie ihr die Leiste öffnen wollt. Bei Frauen ist es immer so, dass die Öffnung nach links zeigt. Also wenn ich es anhabe, von mir aus nach links, das ist hier diese Öffnung. Hier gibt es einen Unterschied zu einem Beleg, und zwar müssen hier die Knopflöcher senkrecht gezeichnet werden. Das liegt einfach daran, dass hier funktioniert das mit dem Waagerecht nicht, sonst würdet ihr hier über eure Leiste hinauslaufen. Ob ihr jetzt einen Beleg oder eine Leiste verwendet, das ist eigentlich immer ein optisches Gestaltungsmittel, was jeder für sich selbst entscheiden kann. Im Gegensatz zum Beleg ist die Leiste ein Teil, was direkt dran ist und nochmal doppelt eingeschlagen wird. Hier gibt es auch verschiedene Leisten. Welche Möglichkeiten es noch gibt, zeige ich euch später. Leisten unterscheiden sich auch dadurch, dass die Knopflöcher immer senkrecht eingenäht werden und nicht waagerecht. Als nächstes müsstet ihr euch die Position anzeichnen. Und das ist immer von der offenen Kante hier oben 2,5 cm runter. Beziehungsweise 1,5 cm runter, wenn der Kragen angesetzt ist. Eigentlich setzt man diese Knopflöcher auch erst dann ein, wenn hier oben der Kragen schon eingenäht ist. Ich zeige euch das aber jetzt schon. Die zweite Nadel, die ich immer stecke, die liegt immer auf der Höhe von meiner Brust. Das ist jetzt hier zum Beispiel bei mir der Fall, an der Stelle. Und dann gibt es einen kleinen Trick. Ihr nehmt euch einfach die Hälfte von dieser Strecke und da kommt euer nächstes Knopfloch rein.
Und die Position hier ist immer genau zwischen der Leiste. Also wenn die Leiste 3 cm ist, dann ist sie bei 1,5. Und der Strich geht hier immer nach unten. Also erstmal die Waagerechte einzeichnen. Und dann die Senkrechte. Das untere Knopfloch kann ich jetzt hier nicht nähen, weil hier mein Teilstück zu Ende ist. Ich kann es höchstens anzeichnen, aber nähen kann ich es nicht. Jetzt können wir die Knöpfe nähen. Um das Knopfloch zu nähen, solltet ihr dafür euren Fuß einsetzen. Und der Fuß macht auch das Knopfloch automatisch. Du beginnst hier am oberen Ende vom Kreuz und dann geht das Knopfloch nach unten. Auch beim zweiten Knopfloch beginnst du wieder am oberen Ende. Jetzt schneidet ihr alle Fäden ab und schneidet noch das Knopfloch auf. Und zum Schluss müssen jetzt nur noch die Knöpfe rein. Wenn ihr jetzt die Knöpfe aufnähen wollt, dann gibt es hierfür einen einfachen Trick. Legt dafür euer Nähgut einfach einmal gegeneinander. Also beide Leisten liegen hier gegeneinander und genau so, dass die oberen Kanten miteinander abschließen und die unteren. Und jetzt nehmt eure Nähnadel, die doppelt eingefädelt ist und unten ist ein Knoten, und steckt hier da, wo die obere Verriegelung ist, einmal durch. Und zum Schluss müsst ihr mal ein bisschen vorsichtig sein. Und dann könnt ihr hier die Knopfleiste wieder weglegen. Und hier ist genau die perfekte Markierung für euren Knopf. Und da euer Knopfloch senkrecht ist, muss auch der Knopf senkrecht sein. Also diese beiden Löcher verlaufen senkrecht.
Zum Schluss mache ich immer noch mal hier so einen kleinen Stiel rein und verknote direkt an der Stelle. Und jetzt steche ich einmal genau zwischen den Lagen ein. Also hier sieht man die Nadel nicht und hier. Und komme an einer beliebigen Stelle wieder raus. Und dann schneide ich erst den Faden ab. Und das macht ihr auch noch mit den anderen Knöpfen. Dann könnt ihr schon mal einmal euer Knopf schließen. Und wie du hier sehen kannst, rutscht der Knopf nach oben. Und jetzt liegt eure Leiste auch richtig schön. Und jetzt weißt du, wie du eine Knopfleiste nähen kannst.